Wie verhält man sich eigentlich korrekt, wenn man einem Wildschwein begegnet? Ich habe davor tatsächlich extrem große Paranoia, weil ich wirklich Angst vor Wildschweinen habe, aus irgendeinem Grund, aber es sind auch gefährliche Tiere. Das Ganze ist keine alltägliche Situation, deswegen sollte man wissen, wie man darauf vorbereitet ist. Erstmal vorab, wenn ihr in einem Bereich seid, zum Beispiel in einem Wald oder auf dem Land und denkt, es könnte hier Wildschweine geben, dann könnt ihr direkt vorneweg auf Signale achten. Manchmal ist so ein gewisser Maggi-Würzegeruch in der Luft, der deutet darauf hin, dass Wildschweine in der Nähe sind. Auf dem Boden kann man oftmals auch Spuren lesen oder manchmal sind auch die Bäume zerkratzt, weil die da mit ihren Stoßzähnen drankommen. Wenn man dann einem Wildschwein begegnet, sollte man als erstes sicherstellen, dass es einen Fluchtweg gibt. Meistens gibt es in irgendeine Richtung, ihr begegnet ihm ja nicht in einem kleinen engen Raum ohne Fluchttür oder so. Man sollte auf genug Abstand achten. Also wenn ihr einem Wildschwein begegnet, gerade wenn es Jungtiere hat, solltet ihr langsam rückwärts zurückgehen. Wenn das Tier anfängt, durch die Nase zu schnauben, den Schwanz nach oben zu stellen oder sogar mit den Zähnen klappert, dann ist es meistens ein Signal dafür, dass es gleich angreift. Dann solltet ihr euch möglichst groß machen, die Hände nach oben und vielleicht auch laut sein. Passt auf jeden Fall auf euch auf, ein Angriff von einem Wildschwein ist nicht zu unterschätzen. Die Tiere sind schnell, haben Kraft und ein ordentliches Gebiss.